Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute geht es um professionelle Aufnahmen daheim mit dem Handy, mit dem Smartphone. Ich habe für euch einen Gimbal und zwar die allerneueste Version der Cinepeer CQ5 von Ziyun. Und gleich nach dem Intro geht's damit los. Ja, Gimbals habe ich euch ja schon hier einige auf dem Kanal vorgestellt. Ich arbeite natürlich selbst auch mit einigen Gimbals hier für die YouTube-Videos. Logischerweise, wenn man mal Außenaufnahmen macht oder sowas, ist das super sinnvoll. Denn wofür ist so ein Gimbal letztendlich da? Es nimmt einfach Bewegung raus. Das heißt, wenn ihr damit durch den Wald rennt oder über irgendeine Straße huppelt oder sowas, dann ist das so, euer Handy wackelt dann natürlich extrem und es ist natürlich dann besser, wenn das natürlich rausgefiltert wird, damit eben die Aufnahmen wirklich weich wirken. Und das ist hier mit so einem Gimbal dann natürlich der Fall. Und zudem habt ihr hier auch immer die Möglichkeit, mit einem Joystick noch die Richtungen zu steuern, wo diese Kamera oder euer Handy dann vielmehr dann hingucken soll. Das ist natürlich auch eine super Geschichte. Ihr werdet gleich sehen, in diesem Teil steckt noch viel mehr drin. Ihr habt nämlich auch eine KI-Steuerung und die hat es auf jeden Fall auch in sich. Die ist Voice Control und vor allen Dingen auch Gesten gesteuert und das Gimbal kann euch dann sogar automatisch verfolgen. Ich würde sagen, wir packen es mal aus und gucken es uns mal an. Ja, das ist das gute Stück. Ist jetzt kein Hexenwerk, ist auch keine neue Erfindung am Markt, aber vom Preis her ist das super attraktiv, wie ihr sehen werdet. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Natürlich mit sehr, sehr vielen Handys kompatibel. Es gibt natürlich auch eine spezielle App dafür, die die ganze Steuerung dann übernimmt. Ihr habt dann zum einen noch so ein Dreibeinstativ mit dabei, wo drauf ihr das Ganze dann auch abstellen könnt, damit das eben auch euch vom Tisch zum Beispiel her aufnehmen kann. Gucken wir uns hier mal diesen Joystick und sowas an. Ihr haltet das letztendlich einmal so in der Hand. Hier vorne wird euer Handy dann drauf geschnallt und die Austarierung erfolgt dann weitestgehend dann automatisch. Und ihr habt hier mehrere Achsen zur Verfügung, wie sich dieses Gimbal dann tatsächlich bewegen kann. Und in der Regel ist es wie gesagt so, dass es dann austariert hält. Wenn ihr dann lauft, da fällt euch das dann am meisten auf, dass dann eben diese Resonanzen eben herausgenommen werden. Bei der GoPro wird das zum Beispiel ganz anders gemacht. Da wird dann später noch mit einem Bildstabilisator hinterher nochmal herausgerechnet, nennt sich dann Rocksteady, diese Technologie. Und hier bei diesem Gimbal ist es dann tatsächlich sogar mechanisch geregelt, dass hier wirklich, wenn hier Bewegungen stattfinden, die nicht sein sollen, so kleine Ruckler, dann herausgenommen werden. Das Ganze ist im Foldable Design, das heißt, wir können das Ganze hier wirklich super klein auch zusammenlegen, sodass das in die Tasche passt. Und was ihr auch habt, was ich bei noch keinem anderen Gimbal gesehen habe, ihr könnt das Ganze per Teleskopstange noch ausziehen und das wirklich, ich glaube sogar 25, 30 Zentimeter ungefähr könnt ihr das Ganze dann noch ausfahren und dann natürlich noch viel mehr damit dann aufnehmen. Ihr könnt weiter weg von eurem Gesicht sein, zum Beispiel wenn ihr euch selber filmen wollt oder sowas. Das ist auf jeden Fall eine Innovation, die ich sonst bei noch keinem anderen Kamera- bzw. Gimbal-Hersteller gesehen habe. Ansonsten ist das Ganze hier natürlich super gummiert, dass das auch mit feuchten Händen mal in der Hand hält. Dann haben wir hier unten drunter einmal die Möglichkeit, das Ganze mit einer Handschlaufe zu versehen oder ihr habt dann die Möglichkeit, das Ganze hier auf diese Stativ aufzubringen. Dann habt ihr noch ein USB-Kabel mit dabei, um das Ganze aufzuladen, denn das Ganze hat natürlich einen integrierten Akku. Das wird dann hier über diese USB-Buchse geladen und dann könnt ihr damit auf jeden Fall mehrere Stunden lang auch arbeiten. Ja, und ansonsten habt ihr den Ein- und Ausschaltknopf. Den solltet ihr nur betätigen, wenn ihr hier schon ein Smartphone dann eingelegt habt. Ihr könnt euch die ganzen weiteren technischen Details natürlich auch auf der Produktseite abrufen. Das ist jetzt hier noch eine Preview-Version. Das heißt, das ist ein Prototyp, den ich hier bekommen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob der so gut dann jetzt funktioniert. Wir werden gleich mal sehen. Auf jeden Fall erhaltet ihr dann in ein paar Monaten, wenn das Video dann herauskommt, tatsächlich dann das aktuelle Produkt schon in den Händen und dann könnt ihr das auch ganz einfach über Amazon zum Beispiel bestellen. Ja, und ansonsten habt ihr hier noch so einen kleinen Joystick, wie gesagt. Damit könnt ihr dann die Bewegungen des Handys auch noch steuern. Ihr habt einen Aufnahmeknopf mit dabei, womit ihr dann tatsächlich Fotos machen könnt oder eben die Kamera auslösen könnt. Und dann habt ihr hier einen Modusknopf. Es gibt verschiedene Modus
Modi, die dann hier oben drüber angezeigt werden, kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier Plus Minus, das ist nämlich dafür da, um ein Fülllicht zu aktivieren. Ihr seht, hier unten sind dann solche Aufnahmen, magnetische Aufnahmen mit dabei und da könnt ihr zum einen ein Fülllicht aktivieren, das ist jetzt leider nicht mit dabei, das war nämlich noch nicht fertig, und zum anderen könnt ihr damit auch diesen Sensor hier aktivieren, das ist ein Motion Tracker, beziehungsweise letztendlich ist das ein KI-Modul, welches dann dafür da ist, um euch tatsächlich zu verfolgen. Das heißt, es zentriert sich immer auf euer Gesicht, verfolgt euch dann tatsächlich, werden wir gleich auf jeden Fall dann auch mal ausprobieren. Ja, und ansonsten habt ihr hier noch eine Auslösetaste, die ist dann dafür da, um das Ganze zu zentrieren, beziehungsweise um dann den Landscape-Modus, das heißt das Querformat dann einzustellen. Müsst ihr mal sehen, es steht dann alles in der Bedienungsanleitung mit drin, was man damit machen kann. Ja, wie gesagt, Voice Control soll hier damit auch möglich sein. Mal gucken, ob das hier schon eingebaut ist. Auf jeden Fall Gestenkontrolle haben wir damit integriert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Geste hier mache und dieser Controller hier, dieser AI-Sensor dann aktiviert ist, dann wird euch das Ganze verfolgen. Wenn ich dann die Hand so gerade davor halte, dann wird das Ganze wieder beendet werden. Es gibt noch so ein paar andere Modi, wo ich dann eben die Daumen zur Seite bringe oder sowas und das Handy sich dann eben dreht. Oder eine Aufnahme starte ich eben mit diesem V-Zeichen zum Beispiel. Wenn ich zweimal dieses Symbol hier zeige, also zwei Hände nebeneinander, dann habt ihr noch weitere Funktionen. Da kann ich dann also noch Fotos aufnehmen, Start Filming, Stop Filming und so weiter, kann man damit dann eben nochmal eingeben. Das müsst ihr euch dann in der Beschreibung, wie gesagt, durchlesen. Ja, und so sieht das Ganze dann installiert aus. Ich habe jetzt hier wirklich das Handy schon eingelegt. Das muss man so ein bisschen hin und her schieben, damit sich das dann eben austariert. Aber ihr seht schon, denke ich mal, wenn ich das jetzt hier filme, dieses Kreuz, dann würdet ihr, wenn ihr jetzt das Handy normal halten würdet, in der Hand auf jeden Fall nicht solche smoothen Bewegungen dafür bekommen. Und ihr könnt dann hier mit diesem Joystick das Ganze tatsächlich noch in die verschiedenen Richtungen hier drehen. Schaut euch das mal an. So sieht das Ganze dann aus und so kann man natürlich auch viele tolle Filmmomente dann auch aufnehmen. Und wenn ihr jetzt tatsächlich ihr sagt, ich möchte das Ganze im Querformat hier machen, das heißt übrigens ZY Play, diese App, die verbindet sich dann per Bluetooth mit diesem Gerät. Ihr könntet jetzt hier auch direkt auslösen dann darüber, seht ihr das? Ich kann hier die Lautstärke noch wählen, ich kann Fotos wählen oder ich kann jetzt hier auf Filmmodus gehen. Wenn ich dann jetzt hier den Button drücke, dann wird hier ein Film gestartet und so weiter. Ja, und ansonsten kann ich hier, wie gesagt, das Fülllicht ändern. Das habe ich jetzt hier nicht drauf, das wird sonst auf dieser Seite montiert. Aber den AI-Sensor habe ich jetzt hier drauf. Wir haben natürlich verschiedene Modi. Wie gesagt, diesen Verfolgungsmodus und so weiter haben wir hier dann auch. Und wenn ich jetzt hier spreche, das habe ich eben schon mal ausprobiert, zum Beispiel sage, hey Cammy, Landscape, dann dreht er sich hier automatisch um. Hey Cammy, Portrait. Und da seht ihr, geht das Ganze hier wieder zurück. Ist natürlich eine super Geschichte und ich kann auch verschiedene andere Modi dann hier wählen. Ich kann euch das ja hier mal zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Hier sind einige Sprachbefehle dann zum Beispiel schon mal drauf. Dann haben wir hier sicherlich noch eine zweite Seite. Ich gucke mal. Jawohl. Hier geht es noch weiter. Mit dem AI-Tracker und sowas kann ich dann hier auch darüber tatsächlich dann über die Sprache steuern. Und ich habe jetzt noch die Möglichkeit, das Ganze per Gestensteuerung zu steuern. Ich werde das jetzt hier einmal draufstellen und gucken, so, dass man das hier sich mal angucken kann. So, natürlich kann ich das Ganze auch per Gesten steuern. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal diese Geste mache, dann seht ihr, wird das Ganze grün. Und wenn ich mich jetzt hier hinter der Kamera bewege, aufstehe oder dann auch etwas ducke oder sowas, dann verfolgt mich diese Kamera tatsächlich, insofern sie mich hinter meiner Kamera jetzt hier sieht. Aber ich denke, man hört doch, ich bin jetzt eben woanders. Das funktioniert natürlich besser, wenn ihr jetzt unterwegs seid und ein paar Selfies macht. Aber ich wollte es euch jetzt hier so mal zeigen. Wenn ich dann so mache, dann seht ihr, es ist rot. Und wenn ich mich jetzt hier hinter bewege, dann passiert hier gar nichts mehr, dann verfolgt es mich nicht mehr. Eine tolle Geschichte, diese Gestensteuerung, das ist natürlich eine super Geschichte. Gerade natürlich dafür, wenn ihr Vlogs macht oder irgendetwas, dann seid ihr immer zentral im Mittelpunkt, beziehungsweise wenn ihr das Gerät so auf den Tisch stellt und dann im Raum euch hin und her bewegt, weil ihr irgendetwas zeigen wollt, in der Werkstatt oder sowas, dann verfolgt euch das Gerät ganz einfach. Und das ist natürlich eine super Geschichte, gerade für YouTuber oder TikToker oder was auch immer, wo ihr immer dann für eure Social-Media-Plattformen dann Fotos machen wollt. So, und wenn ich jetzt das Ganze hier bewegen möchte, zum Beispiel einmal so herüber,
Und dann können wir hier in den Landscape-Modus wechseln oder eben in den Hochkant-Modus ganz einfach über Gesten. Das heißt, wenn ich jetzt nicht am Handy rumfummeln möchte oder das irgendwie hier noch verstellen möchte oder sowas, ist das natürlich eine super Geschichte. Ich kann natürlich dann jetzt auch sagen, hey Cammy, Landscape. Auch dann funktioniert das natürlich auch. Also wenn ihr eure Gesten nicht erkennt oder wenn ihr eure Stimme nicht erkennt, habt ihr dann immer noch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu benutzen. Ich finde das ein super Stück Technik. Guckt euch das wirklich auf der Produktseite mal an, ob ihr das gebrauchen könnt. Ich finde es auf jeden Fall super. Und für den Preis, den es dann anpeilt, wenn der tatsächlich dann so kommt. Ich habe ja hier irgendwo, wo habe ich das denn? Ich zeige euch das mal. Eigentlich soll das hier tatsächlich in der Normalversion $99 kosten und $139, also etwa 130 Euro, dann in der Combo-Version. Ich denke, da geht vielleicht sogar noch mehr. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, dann findet ihr den auch unten in der Videobeschreibung. Aber für den Preis so ein Stück Technik, das ist wirklich Wahnsinn. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr auch schon so etwas daheim nutzt oder für was ihr so etwas nutzen würdet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage, bis dahin. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.